Im Android App Store gibt es jetzt die Master Jam Witze App. Jeden Monat ein Update mit 100 neuen Witzen. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ja. Mein Mann und ich nehmen Farben unterschiedlich wahr. Er denkt, sein Lieblingsshirt sei rosa, wohingegen ich denke, dass es einfach nur scheiße aussieht. Montag. Seit 10 Minuten im Büro und schon sind mir die Mittelfinger ausgegangen und ich habe ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln. Ihr kennt das. Wer an die Existenz vom Yeti, Bigfoot, dem Monster von Loch Ness, Feen oder Aliens glaubt, bewegt sich vielleicht außerhalb der Wissenschaft. Aber wer an die Existenz von Baumarktmitarbeitern glaubt, der hat sie einfach nicht mehr alle. Der Verkäufer meines Fahrrads sagte zu mir, nach 500 gefahrenen Kilometern soll ich mich mal zur Inspektion melden. Wie ich das 2050 mit dem Rollator machen soll, weiß ich aber auch noch nicht. Alleine Musik hören. Das ist der beste Song, den ich je gehört habe. Oh mein Gott. Mit Freunden Musik hören. Moment, Moment, die geile Stelle kommt gleich. Wenn eine Frau sagt, sie möchte gerade keine Beziehung, dann ist sie nur zu feige, dir zu sagen, dass sie mit dir keine Beziehung will. Habe gerade erfahren, dass ich durch meine Englischprüfung gefallen bin. Sacre bleu. In welche Teile wurde Deutschland damals aufgeteilt? In Aldi Nord und Aldi Süd. Was ist hier in Berlin? Aldi Ost. Hey, was habt ihr hier? Obvious. Ihr habt den Nord, ne? 21 ist auch nur die halbe Wahrheit. Oh, für Kenner. Bin heute 10 Minuten zu spät zur Arbeit gekommen, weil ich gewartet habe, bis die Nachbarn aus dem Treppenhaus raus sind, damit ich nicht Hallo sagen muss. Professor X, was ist deine Superkraft? Einsicht. Damit kannst du uns nicht helfen. Ja, ich glaube, da hast du recht. Ich fragte meine Freundin nach einem Taschentuch. Sie setzte eine Grubenlampe auf und verschwand in ihrer Handtasche mit den Worten, gib mir 15 Minuten. Stell dir vor, du bist mit einem Hipster in einer Beziehung, dann rasiert er sich nach einem halben Jahr mal den Bart ab und du stellst fest, fuck, das ist ja Claudia aus der 7C. Ich habe aufgehört, mich darum zu kümmern, was andere denken. Ich hoffe, ihr seid damit auch alle einverstanden. Heute mache ich etwas für Bauch, Beine und Po. Pfannkuchen mit Nutella. Gerade im Supermarkt die Mutter zu ihrer Tochter, wie viel Wurst möchtest du denn haben? Ja. Das wird mal ein gutes Kind. Gerade im Supermarkt am Frostregal Magnum Vegan gesehen. Gibt es eigentlich noch das gute alte Magnum Blutorange, Magnum Corn Beef oder Magnum Schnitzel? Mein kleiner Bruder hat gerade seine erste Freundin und als WhatsApp-Profilbild immer irgendwelche wechselnden Liebeserklärungen. Ich speichere mir natürlich alle ab für die Diashow an seinem 18. Geburtstag. Arzt, Sie sollten mehr auf Ihren Körper hören. Mein Körper, du bist alt, du bist Lasagne. Welpen erziehen bedeutet Grenzen zu ziehen. Meiner hat auf die Decke gekotzt und dafür hat er jetzt PlayStation-Verbot. Beim Familienfest sagten sie mir heute alle, ich sei eine Spaßbremse. Also bin ich früher gegangen und habe allen die Bremsstörche durchgeschnitten. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.